Neuer Tag, neues Abenteuer. Heute geht es mit dem Gravelbike aufs Stilfser Joch, eine der legendärsten Passstraßen Europas, 2750 Meter. Und das auch mit dem Sommerskigebiet, was du hier siehst. Wer von euch war denn schon mal am Stilfser Joch? Egal ob mit dem Rennrad, Motorrad, Auto oder zum Skifahren, schreibt es gerne mal in die Kommentare und teilt eure Erfahrungen. Jetzt geht's auf ins Abenteuer. Das ist das Fahrrad? Nein, das ist das Fahrrad, mit dem es aufgeht. Große Backroad, 8,2 Kilogramm Gravel. Bike aus Carbon. Natürlich ein bisschen mehr Rollwiderstand als ein klassisches Rennrad, aber soll mich jetzt nicht aufhalten, den Stelvio mal hochzufahren. Und mit dabei im heutigen Video Marvin. Grüß dich, Marvin. Guten Morgen. Auf geht's auf Stilfser Joch. Eine der härtesten Herausforderungen auch im Rennradsport, oder? Absolut. Ja. Der Stelvio, die zweithöchste Passstraße Europas nach dem Col d'Isère. Krass. 24 Kilometer, 1850 Höhenmeter, also knapp 7% Steigung, über 48 Rampen. Boah, das wird schon was. Das wird ordentlich. Du bist es ja schon ein bisschen mehr gewohnt, das Rennradfahren. Worauf achtest du jetzt heute bei so einer krassen Passstraße? Ich werde erstmal locker angehen. Es sind 24 Kilometer, man wird über 2 Stunden im Sattel sein. Das heißt, nicht direkt überpowern. Ja. Erstmal die Sache locker angehen, Rhythmus finden und auch ein bisschen Strecke genießen. Also ich starte dann jetzt genauso wie du rein, zur gleichen Uhrzeit. Mal schauen, wie viel schneller Marvin oben ist. Was haben richtige Profis für Zeiten, wenn es hochgeht? Gestern auf Strava gecheckt. Der Rekord auf dem Segment, was ich hier eingespeichert habe, ist ungefähr 1 Stunde 25 Minuten. Das ist schon eine Aussage. Wahnsinn, oder? Hoffe, 1 Stunde 25. Ich hoffe, ich werde eine Stunde länger brauchen. 2 ja. Stunden 25, 2 Stunden 20 ist eine Topzeit. Hau raus! Was hast du rausgefahren? 1 Stunde. Wird interessant, ich freue mich drauf. Auf dem Stelvio. Let's go. Check. Hier blüht uns noch nichts, erstmal alles noch gerade. Gut, Marvin, ich wünsche dir viel Erfolg. Danke dir. Ich hafte mich so lang wie es geht an mich heran. Stilfser Joch. Geschwindigkeitskontrolle. Ja, 50 fährt er noch nicht. Wow. So langsam geht es hier aber rauf. Erstmal in der Ebene. Und da oben sieht man schon ein paar Orte, die wir auch noch durchqueren werden. Wir sind übrigens aus Prat am Stilfser Joch gestartet und fahren auch noch rüber in die Schweiz heute, wenn wir über Stilfser Joch rüber sind. Jetzt entlang einiger Ortschaften noch, bis dann diese ganzen Kehren anfangen. Das sieht schon auf der Karte unglaublich aus, was mich da erwartet. Marvin ist schon längst weg. Er ist auch tatsächlich noch mal ein Stück fitter. Vielleicht macht es der Rollwiderstand. Ich glaube, es ist tatsächlich die Fitness, aber das hier ist trotzdem sehr gutes Training für den Chiemgau King. Auf geht's! Da hinten sehe ich auch links raus, geht's Richtung Sulden und irgendwo da oben links müsste sich der Ortler verbergen, den wir gerade noch nicht sehen, vielleicht später. Gleich nach Trafoi, dem nächsten Ort in 3,5 Kilometern, geht's dann auch richtig los in die Kehren. Ich will da gar nicht nach oben schauen, glaube ich. Harte Nummer. Schon wieder einfach verrückt, was wir hier machen. So langsam eröffnet es sich. Wie Marvin gesagt hat, Kehre 48. Ab jetzt wird runtergezählt. Da vorne Kehre 47. Da kann man sich sehr gut orientieren. Ist mental eine kleine Hilfe, sich von einer Kehre zur nächsten zu hangeln. 8000 Watt, immer kleines Blatt. Bergbahnen, das hört sich gut an. Da würde ich gerne einsteigen gerade im Ortler Skigebiet. Kehre 46, Hotel, schöne Aussicht. Naja, der Ortler ist mal noch nicht zu sehen. Jetzt schlängelt sich den Berg hinauf. Immer reintreten, ballern. Große Frage, warum tue ich mir das überhaupt an, hier die ganze Nummer? Das ist echt. Eigentlich liegt die Antwort auf meine Frage genau da hinten. Kehre 42, die Antwort auf alle Fragen, warum er es sich antut. Schön ist es ja, aber auch brutal. Hier geht's zack, zack, zack. Kehre, Kehre, Kehre. Nicht nur ich habe zu kämpfen, auch die Autos müssen hier hochkämpfen. Schon gut steil. Die Kampenwand war steiler, definitiv. Da haben wir ja zwischenzeitlich sogar von 20% gesprochen. 35, 1780 Meter.
Bedeutet noch 1000 Höhenmeter zu fahren. Ungefähr die Hälfte haben wir jetzt. Zeit für den ersten Energieriegel. Sehr gut, weiter. Ja, da kommen die ersten, die überholen. Ziel in Sicht, da oben, Skigebiet. Die Hälfte der Kehren habe ich. Kehre 22 bin ich jetzt. Da oben sieht man Stilfzer Joch. Hier die Straße ist einfach grandios. Da kommen auch die nächsten Roadbiker. Da unten über die Kehren bin ich hergekommen. Jetzt gibt es einen kleinen Snack. Und dann gehen wir die letzten, ich glaube, 600 Höhenmeter an. Richtig stark. Boah, das ist echt eine gute Herausforderung hier. Macht Spaß. Nochmal richtig beißen jetzt nach dem Snack. Nochmal ein bisschen Energie getankt, Wasser. Jetzt kann es aufgehen. Meter. Und der Ausblick und das Wetter werden immer besser. Optimal. Schön. Ein Kilometer. Die letzten Kehren da oben machen sie schon Fotos. Gewaltig. Letzten Höhenmeter noch mal ein bisschen quälen. Da oben ist das Sommerskigebiet. Gondel fährt. Und der Ausblick von hier ist nur gewaltig. Gleich haben wir es. Gleich ist gepackt. Schauen, wie viel der Marvin hochgefahren ist. So, der Live-Standort verriet mir, dass Marius hier auf den letzten Metern ist vom Stelvio. 2 Stunden im Berg, letzte Kehre gemacht, sollte gleich hier auftauchen. Ich bin mal gespannt. Gib nochmal alles, bis gleich da. Hi, hi. Marvin, saubere, saubere Runde. Ah, wo bin ich denn oben? Da vorne? Wo ist das Schild? Gibt's nicht. Ja, sicher. Segment auf Strava auch beendet. Meine allererste Strava-Tour. Kannst mir gerne folgen. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt fragen wir erstmal den Marvin, was er denn hier für eine Zeit rausgefahren hat. Auf geht's. Komm, hau raus. Was hast du rausgefahren? 1:52. Das ist doch richtig gut, oder? Ja, bin ganz happy. Für den ersten Try. Ja. Da kann man noch mal einen drauflegen, wenn du das nächste Mal hier bist. Ja. Mit vielleicht noch besserem Equipment, denn jetzt weiß man, wie man es angehen muss. Ja, das Equipment, das ist immer nur... Das ist nur Ausrede, Sache, da ja. Hast du recht, da hast du recht. Da habe ich 45 Minuten drüber, also ich bin bei 2:40. Ja, auch Topzeit. Ganz okay. Gerade auch mit einer Einheimischen geredet, wie der Skibetrieb hier oben ist. Und sie sagt, das hat in den letzten Jahrzehnten wirklich stark abgenommen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so schön sieht das hier auch nicht aus. Es ist funktionaler Skibetrieb. Du kannst hier im Sommer zwar wirklich ein paar Kurven ziehen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich glaube, da bin ich eher bei den Geräten hier, bei den Rädern. Vom Pass aus fahren wir jetzt Richtung Schweiz runter, Richtung Bormio raus, aber biegen vorher rechts ab Richtung Mystaja. Das zeige ich euch im Schnelldurchlauf und ein Fazit zu dieser Tour gibt es dann gleich am Campingplatz unten. Welcome to Switzerland. Optimal, ey. Unten angekommen, Stilfzer Joch überwunden. Marvin, wie war die Tour? War gut, hat Spaß gemacht. So ein bisschen zweischneidig, weil man natürlich schöne Landschaft hat, ja. Aber dabei sehr leidet. Das, ja, total. Das ist irgendwie so ein Gegensatz. Von Kehre zu Kehre. Die ersten 2 Kehren waren ja noch weit entfernt. Ja. Hinten raus wurde es dann wirklich Schlag auf Schlag wie ein Pendel. Aber die Natur wurde natürlich auch immer schöner. Wir haben zwischenzeitlich auch mal den Ortler gesehen, wenn du mal links, rechts geguckt hast. Ja, ja, absolut. Den Ortler haben wir gesehen.
Der Moment war cool, als man aus der Wolkendecke rauskam. Genau. Ich hatte die Befürchtung, dass es bis oben hin so bleibt. das war echt schön. Und ich habe sogar noch ein Murmeltier gesehen. Ja, stark. Auf der Mauer. Ja, okay, das ist stark. Da war ich nicht am Start. Tiere habe ich keine gesehen. Wenn du es jetzt nochmal machen würdest, das Stilfserjoch, du hast das Rad ja hier auch gemietet, vielleicht beim nächsten Mal dann vielleicht auch dein eigenes Rad. Aber was wären noch Tipps, wie man es noch besser machen könnte? Na, fitter kann man natürlich immer sein. Ja. Ich will mich hier nicht mit den Profis vergleichen, aber ja. Fitter kann man immer sein. Ich habe gerade noch gesagt, ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel Proviant mitgenommen. Im Endeffekt hatte ich 1,5 Liter Wasser dabei. Stimmt, ja. Und auch noch ein paar Snacks. Die habe ich fast gar nicht gebraucht. Ja, man muss auch sagen, immer wieder in den Kehren gab es auch so kleine Wasserspender. Also ich habe meine Flasche 2x aufgefüllt und das war da gar kein Problem. Also an der Stelle könnte man auch eben auf eine Flasche vielleicht verzichten. Ja. Und damit ist das Video auch beendet. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, oder ich hoffe, dass wir euch hiermit eine Motivation stiften konnten, ein bisschen Inspiration für den nächsten Trip, mal einfach so mit den Rennrädern hoch auf den Stelvio zu fahren. Passo Stelvio. Und ja, vielen Dank, Marvin, für deine Hilfe und für deine Motivation. Er hat mich hier ziemlich durchgezogen durch das Thema auch. Mir noch ein paar Tipps gegeben, wie man das macht beim Roadbiken. Und ja, bis dahin. Ciao. Ciao.